Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat & Grade. Heute geht es um das perfekte Steak und ich werde euch anhand der 5 größten Fehler beim Steakgrillen erklären, wie ihr mit einfachsten Mitteln das perfekte Steak jedes Mal auf Anhieb, selbst wenn ihr es noch nie gemacht habt, perfekt grillen bzw. braten könnt. Und schon bei Fehler Nummer 2, den ich ansprechen werde, werde ich den meisten Leuten widersprechen, die bisher zu dieser Thematik ein Video gemacht haben oder generell euch als Grillmeister erklären, was ihr beim Steak beachten sollt. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Starten wir mit Fehler Nummer 1 und ich glaube, hier sind sich auch alle einig. Wenn ihr am falschen Ende spart, dann habt ihr nachher kein gutes Ergebnis, denn das Fleisch an sich, das muss schmecken. Und wir haben jetzt hier für unseren Test ein Wagyu Steak. Es muss natürlich nicht so luxuriös sein, aber ein Steak vom Discounter, habe ich schon einige Videos zu gemacht, dem fehlt es immer an Geschmack. Da könnt ihr so gut grillen können, wie ihr wollt. Ihr kriegt kein Rindfleischaroma, Fleischaroma, Fettmarmorierung und auch keine Saftigkeit nachträglich ins Fleisch rein. Es gibt auch so ein paar YouTuber, vor allem amerikanische YouTuber, die haben das schon mit Fett gespritzt und so weiter und so fort. Klar, mit Wagyu-Fett, was ich hier häufig verwende, könnt ihr noch mal ein bisschen was machen, aber es wird niemals so gut schmecken wie ein solches Stück Fleisch. Und falls ihr sagt, boah, Wagyu ist aber sehr, sehr teuer oder ich habe schon mal Wagyu probiert, war gar nicht so ein Highlight, Wagyu ist nicht gleich Wagyu und ich verlinke euch mal die beste Quelle für Wagyu-Fleisch zu auch noch dann einem der besten Preise unten in der Videobeschreibung und ansonsten könnt ihr euch da auch noch in Zukunft auf etwas gefasst machen. Brauchen wir also gar nicht lange viel Worte drüber zu verlieren. Kauft euch ein vernünftiges Steak, dann kriegt ihr nachher auch ein vernünftiges Ergebnis, wenn ihr die nächsten 4 Punkte beachtet. Und jetzt sind wir schon bei Fehler Nummer 2. Und hier muss ich sagen, widerspreche ich vielen, die etwas anderes behaupten. Denn ein Steak muss 2 Finger dick sein. Und das ist natürlich einfach nur Macho-Gehabe. Ist auch ganz lustig und kann man hier und da auch mal sagen. Und bei einem Grillseminar ist das etwas, was dann die Leute auch zum Lachen bringt. Ja klar, keine Frage, 2 Finger dick so. Aber das ist schon fast kein Steak mehr, das ist schon fast ein Braten. Einfach das Verhältnis von Röstaromen nachher zu der Kerntemperatur, zum Fleischverhältnis, das stimmt da nicht mehr. Röstaromen geben Geschmack. Und wenn ich jetzt hier Röstaromen habe und dazwischen ganz viel Nicht-Röstaromen habe, dann kann zwar die Kerntemperatur getroffen sein, dann habe ich aber doch eher einen medium gebratenen Braten, anstatt ein vernünftiges Steak mit einem ausgewogenen Verhältnis von Röstaromen zur Gartemperatur. Habe ich auch schon mal ein Video darüber gemacht, mit verschiedenen Steakdicken, was so optimal ist. Und ganz ehrlich, optimal sind so 2 Finger bei meiner Fingerdicke. Und das ist so minimal dicker als bei diesem Steak. Aber jetzt kommt noch eine Einschränkung. Ganz ehrlich, es kommt auf Steak an. Habe ich ein Wagyu-Steak, dann mag ich sogar Steaks eigentlich noch lieber als dieses, die noch dünner sind als dieses. Weil beim Wagyu habe ich unglaublich viel Fett. Dieses Fett muss eine hohe Temperatur haben, das muss einen geilen Schmelz haben, das muss sich im Mund direkt verteilen, das muss den Fleischsaft überall am Gaumen ablagern, damit ich diesen Geschmack habe. Und das habe ich bei einem Wagyu-Steak nur, wenn ich ein dünnes Steak habe. Ich mag diese Japan-Cuts, 1 cm, 1,5 cm, mehr nicht. Kein Scherz, das ist bei Wagyu ein viel, viel geileres Ergebnis. Es ist einfach leckerer, da kann man nicht drum herum reden. Und deswegen ist das hier bei einem Wagyu-Steak, nee, so viel Fett kann man gar nicht essen. Es schmeckt dann nicht, es ist dann wabbelig, labbrig, es ist nicht knusprig. Aber ein dünnes Wagyu-Steak, das schmeckt richtig gut. Und ansonsten gerne, wie gesagt, 2 Finger dick. Wenn ihr es unbedingt braucht, 3 Finger dick. Aber ich sag dann schon, Verhältnis von Röstaromen zur Kerntemperatur stimmt nicht. Diese Steakdicke hier, vielleicht noch 0,5 cm dicker, das ist optimal. Kommen wir jetzt zu Fehler Nummer 3 und da reden wir über zu wenig Röstaromen. Dieses Karo-Muster wollen viele beim Grillen haben. Sieht super sexy aus, aber wir verschenken extrem viel Platz, wo wir für Röstaromen sorgen könnten. Und Röstaromen, diese braunen, dunkelbraunen, mahagonifarbenen Streifen, die heißen nicht umsonst so, denn bei der Maillard-Reaktion entsteht letztendlich Geschmack. Und diesen Geschmack haben wir dann nur an diesen Streifen. In den Zwischenräumen nicht. Wir wollen bei einem Steak aber eigentlich alles mit Röstaromen versehen haben. Und deswegen kann ein Steak, was gebraten ist, manchmal sogar besser schmecken als ein Steak, das gegrillt ist. Wir kriegen aber auch auf einem Grill diese Röstaromen flächendeckend an unser Steak dran. Holzkohlebesitzer, die einfach ein richtig schönes Glutnest haben und das Steak da drüber legen mit geringem Abstand, die kennen das von der Strahlungshitze. Aber auch die Gasgriller kriegen das genauso hin. Mit einem sehr heißen Grill, gut vorgeheizt, mindestens eine Viertelstunde, eher etwas länger. Oder eventuell auch einer Sizzle Zone oder einem Oberhitzegrill. Wie das damit genau funktioniert, das klären wir jetzt gleich beim Grillen live am Grill. Die Sizzle Zone haben wir jetzt hier für eine Viertelstunde vorheizen lassen. Die ist schon richtig knackig heiß, mit so Handschuhen aufpassen, sonst fangen die an zu schmelzen und kleben an der Hand.
Den Rost habe ich nicht mit vorgeheizt. Das habe ich bei Gussrosten mal so etabliert, hat sich rumgesprochen mittlerweile. Also absolut gängiger Tipp, den bitte nicht mit vorheizen, sonst wird es schneller schwarz als braun. Kurz bevor ihr das Steak drauflegt, so 1 bis 5 Minuten früher, nochmal auf die Sizzlezone drauflegen, dann das Fleisch da drauflegen. Vorher werden wir das Fleisch allerdings ein bisschen einfetten. Und zwar mit Wagyu-Fett, denn das hat, wie gesagt, nochmal Aroma, aber auch ein schlechtes Steak wird damit jetzt nicht gut, aber auf jeden Fall besser und ein gutes Steak noch besser. Was in diesem Fall jetzt das Besondere ist, ist aber, dass das dasselbe Fett von denselben Rindern ist wie dieses Steak und besser kann man es natürlich nicht treffen. Ansonsten könnt ihr auch einfach ein Stück von dem Fett außen liegend abschneiden und damit den Rost so ein bisschen einreiben, damit der Rost vorgefettet ist, aber wenn wir dasselbe Fett jetzt schon ausgelassen haben, nehmen wir einfach das. Beim Rost ist jetzt wichtig, dass der maximal sauber ist und ich fette den immer noch mal mit so ein bisschen Fetttrennspray ein. Es gibt ja diesen Mythos, dass wenn das Fleisch fertig ist, es sich von alleine schon einfach drehen lässt. Dieser Mythos ist allerdings, wie ich es schon gesagt habe, ein Mythos, denn das ist nicht ganz der Fall. An manchen Stellen wird das so sein, an anderen Stellen allerdings noch nicht. Und bis die dann bereit sind zum Wenden, sind die Stellen, die es vor 3 Minuten waren, schon verbrannt. Und deswegen bitte immer dafür sorgen, dass das Fleisch einfach nicht kleben bleibt. Dann könnt ihr es wenden und umlegen, wie ihr wollt. Dann kriegt ihr nämlich auch mehr als nur dieses Rautenmuster ran. Diesen Rost jetzt hier, wie gesagt, mit vorheizen lassen. Knackig heiß ist der Brenner. Das Fleisch legen wir jetzt einmal schön drauf. Es fängt auch direkt an zu sizzeln, obwohl der Rost ja relativ kalt war beim Drauflegen. Und jetzt wenden wir das Steak schon nach so, ich sag mal, 20 Sekunden. Es kann sein, dass die Röstaromen dann noch nicht so sind, wie ihr sie gerne hättet. Das kommt aber mit der Zeit. Denn ein Mythos ist auch, man darf ein Steak nur 1, 2, 3 Mal wenden, ansonsten wird es zu trocken. Nein, ihr dürft ein Steak so oft wenden, wie ihr wollt. Und wir müssen es jetzt auch nicht die ganze Zeit nur wenden. Jetzt merkt ihr, okay, ein bisschen pappt es noch fest, vielleicht noch eine Sekunde zu früh. Aber dann können wir gleich einmal mit der Zange drunter gehen, die Röstaromen am Steak dran lassen und einmal drehen. Und jetzt sehen wir, dass die Röstaromen noch nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Aber je öfter wir drehen, desto mehr werden die das. Und das Steak gart dadurch in der Mitte überhaupt nicht schneller durch, sondern sogar langsamer, als wenn wir es 3 Minuten lang auf einer Seite liegen lassen würden. Wichtig für maximal Röstaromen ist jetzt auch, wenn wir es wenden oder drehen, auch das zeige ich gleich, dann müssten wir es immer leicht an eine andere Position legen, immer leicht in einen anderen Winkel legen, damit wir einfach flächendeckend diese Röstaromen über die gesamte Fläche bekommen. Zusätzlich bekommen wir jetzt hier aber auch noch tolles Grillaroma durch die heruntertropfenden Säfte, durch das Fett, was eben unten wieder verbrennt und zurück ans Fleisch schlägt. Solltet ihr zu viele Flammen beim Grillen haben, dann das Steak immer mal wieder leicht an eine andere Position legen. Bedeutet auch generell beim Grillen bei sehr fettigem Fleisch nicht den ganzen Grill damit vorlegen. Bei einer Sizzlezone nicht die Sizzlezone maximal mit Steaks belegen, sondern ein Steak auf einer Sizzlezone grillen und das dann immer von vorne nach hinten, von hinten nach vorne und so weiter legen. So, dass es nicht permanent den Flammen ausgesetzt ist und rußig werden könnte. Beim zweiten Mal wenden legen wir es jetzt wieder etwas anders hin und ihr seht, wie sich langsam diese Röstaromen hier entwickeln. Und wir haben jetzt beim zweiten Mal wenden dieses Karo-Muster, aber in den Zwischenräumen, da ist alles grau. Und grau schmeckt nicht. Grau wollen wir nicht im Steak haben, grau wollen wir nicht außerhalb vom Steak haben. Wir wollen da überall alles schön dunkel haben. Es darf nicht schwarz sein, aber es muss so dunkelbraun wie möglich sein. Also Mahagoni ist die richtige Farbe. Und jetzt können wir es auch mal leicht drehen. Ohne dass wir es wenden, sondern wirklich nur so auf der Seite, wie es liegt, einfach mal die Röststreifen auch an eine andere Stelle ranbringen. Also drunter und einfach so um 5 Grad drehen. Beim Grillen immer mal wieder dafür sorgen, dass das Steak auch Kontakt zum Rost hat. Drückt es deswegen an. Es wird dadurch nicht weniger saftig. Und jetzt schaut euch mal diese blubbernd brutzelnde Kruste an. Genau das wollen wir haben bei einem Steak. Das ist das, wo wir heute sagen können, ja, Holzkohlegrillen ist noch mal geschmacklich was ganz anderes als Gasgrillen. Hier nicht mehr. Wenn euer Steak so aussieht, dann ist beides exakt gleich. Und jetzt ist unser Steak perfekt. So wollen wir die Röstaromen haben. Und so wie es jetzt ist, legen wir es in den indirekten Bereich. Und jetzt kommt Fehler Nummer 4, beim Garziehen mit zu hoher Temperatur zu arbeiten. 150 Grad, 180 Grad wird manchmal gesagt. Bitte bleibt so niedrig, wie es geht. Eine Temperatur von ca. 60 Grad würde in der Theorie schon ausreichen, ist aber nicht wirklich praktikabel und die meisten Grills kriegen so eine niedrige Temperatur auch gar nicht hin. Aber versucht wirklich unter 120 Grad zu bleiben. Je niedriger, desto besser. Es dauert dann aber natürlich auch immer etwas länger und arbeitet gezwungenermaßen für die richtige Kerntemperatur mit einem Kernthermometer. Diese Drucktests und alles, was ihr so hört,
die sind vollkommen irrelevant. Denn jedes Fleisch verhält sich anders. Jedes Tier ist anders, die Zucht ist anders, die Marmorierung ist anders, der Steak Cut ist anders, die Dicke ist anders, die Ausgangstemperatur ist anders. Und natürlich auch ein Wagyu-Steak verhält sich ganz anders als ein Limousin oder auch einfach deutsche Ferse, was eben verschiedene Rinderrassen dann auch dahinter sein können. Wir sind jetzt hier bei diesem Steak nach dem Angrillen bei gerade mal 24 Grad Celsius angelangt. Das ist dem zu schulden, dass die Temperatur beim Angrillen wirklich sehr hoch war. Hätten wir diese Röstaromen jetzt in der doppelten Zeit oder dreifachen Zeit erst erzeugt, weil der Grill nicht heiß genug war, dann wäre das Steak jetzt vielleicht schon gar oder übergart. Das ist ein Grund, warum viele Leute auch ein dickes Steak empfehlen, denn je dicker ein Steak, desto besser trefft ihr den Gargrad. Aber wenn ihr trotzdem keine hohe Temperatur anliegen habt, habt ihr einen breiten Bratenrand. Dann habt ihr zwar in der Mitte so ein dünnes Stück Steak, was dann medium ist, aber dazwischen alles grau und auch das schmeckt nicht, auch das ist trocken. Deswegen, je höher die Hitze, desto besser. Dann kommt ihr auch mit einem verhältnismäßig dünnen Steak besser aus. Trotzdem, diese ein Finger dicken Steaks vom Discounter, die sind wirklich nichts, weil das ist kein Wagyu. Kleiner Tipp am Rande, die Sizzle Zone habe ich jetzt noch ein bisschen brennen lassen, dass sie die ganzen Rückstände frei brennt, dann ist die auch sauber und jetzt können wir die ausmachen, Deckel noch ein bisschen warten, bevor ihr den schließt, sonst verzieht er sich und dann gleich, wenn die abgekühlt ist, Deckel schließen, Ende. Mehr braucht ihr damit nicht machen. Beim nächsten Mal den Rost wieder rausholen, abbürsten, einfetten, vorheizen lassen, drauflegen, weitergrillen. Fürs Garziehen habe ich jetzt bei dem Grill einen Brenner auf niedrigster Stufe an, das Steak auf die andere Seite gelegt und wir haben jetzt eine Deckeltemperatur von 75 Grad Celsius. Mehr als ausreichend und jetzt geben wir dem Steak einfach seine Zeit, die Kerntemperatur auf 54 Grad Celsius steigen zu lassen. Da möchte ich sie jetzt heute bei diesem Fleisch haben. Ihr könnt natürlich gern auf 57 Grad gehen, einfach Medium oder auch auf 60 Medium Well oder ihr geht auf 50 Medium Rare Richtung Rare. Finde ich aber bei den meisten Steaks nicht passend. 54 bis 56 Grad ist so meine Lieblingskerntemperatur. Das Steak hat seine Kerntemperatur erreicht und jetzt kommen wir zu Fehler Nummer 5 und hier widerspreche ich wieder der Mehrheitsmeinung. Und zwar sage ich, ein Steak muss nicht ruhen. Ganz im Gegenteil, es ist meistens sogar ein Fehler, es ruhen zu lassen, denn es wird dann nur unnötig kalt. Dieses Steak ist bei so niedriger Temperatur so langsam und schonend auf Kerntemperatur gezogen worden, dass wir es jetzt nicht noch irgendwie im Temperaturausgleich Fleischfasern entspannen etc. lassen müssen. Es ist entspannt, es ist ausgeglichen, es hat seine Kerntemperatur. Wir können es anschneiden. Es wird dadurch nicht weniger saftig, es wird dadurch nicht irgendwie außen grau, innen rosa. Nein, wir haben es überall durchgehend rosa, selbst wenn ich es jetzt sofort anschneide. Deswegen höre ich jetzt auf zu reden und wir sehen uns da vorne wieder. Schneiden wir es also direkt einmal in der Mitte an, ohne es jetzt lange ruhen zu lassen. Klappen es auf und sehen dieses prächtige, perfekte Ergebnis. Wir verlieren keinen Fleischsaft, aber selbst wenn da was rausläuft, das ist ein bisschen abhängig vom Steak, ist das nicht schlimm. Und durchs lange liegen lassen wird es halt eigentlich nur kalt. Klar, dann fließt auch ein bisschen weniger Saft heraus, aber es ist nachher wirklich nicht weniger saftig im Mund, auch wenn das erstmal natürlich logisch klingt. Ihr seht auch, der Bratenrand hält sich extremst in Grenzen. Also ich würde sagen, wir haben hier nahezu keinen Bratenrand und das, obwohl wir es nicht haben ruhen lassen. Noch einmal durch, weil mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Dann erkläre ich noch ein bisschen was dazu. Kann man so ablutschen. Das ist so zart und butterig. So ein bisschen Salzflocken noch drauf. Ach, guck mal, fällt so schon ab. Das war ein wahrlich perfektes Steak. Und falls ihr das Ganze drumherum noch mal lernen wollt oder Lust habt, bei einem geilen Grillabend hier gemeinsam in einer Gruppe mit Grillmeistern das noch mal in 4 bis 5 Gängen zu wiederholen, Getränke all inclusive, dann kommt mal vorbei zu einem Grillseminar. Und ansonsten alle Punkte, die ich heute nicht erwähnt habe, wie zum Beispiel Fleisch früher rauslegen etc., all das ist nicht sonderlich relevant. Vergesst es. Macht es so, wie ich es heute im Video gezeigt habe. Vermeidet dabei die angesprochenen Fehler und dann könnt ihr auch sofort ein perfektes Steak machen. Vielleicht auch direkt ein so teures, was man auf gar keinen Fall verhauen möchte. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Abo für den Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.